Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Business Time hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit dem Thema Learning by Doing. Deshalb sind wir auch on the road, damit wir einmal ein bisschen die Komplexität auch direkt veranschaulichen können. Ich mag Beispiele, ich mag Praxisbeispiele. In der Praxis läuft eben nicht immer alles so wie vorher in der Theorie geplant. Manche haben nur die Theorie und Praxis gleich Erfolg. Meine YouTube-Geschichte teste ich oft in meinem Zweitkanal, das ist Musik. Da konnte ich ein bisschen die Technik kennenlernen, meinem Hobby ein bisschen frönen und ja, eben wirklich das Zusammenspiel der ganzen Technik kennenlernen. Das ist alles sehr komplex und ist nur ein Themenfeld. Business sind so viele komplexe Themenfelder und keines alleine löst eigentlich alle Probleme. Bei den Learning by Doings werden wir immer Praxisbeispiele umsetzen und schauen, wo sind die Hürden, was haben wir für technische Anforderungen und am Ende dann, was ist das Resultat? Und ich denke, das kann ich mit der Musik unterwegs sehr gut zur Schau stellen. Und ja, für mich ist das auch eine gute Übung. Okay, heute möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Ihr könnt schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat auf dem Zweikanal von No Name Production, wo wir früher diverse Events organisiert haben, was in meiner Vita zu entnehmen ist. Ich habe das spannend gefunden, wie sich das Ganze entwickelt, mit der Vernetzung, mit allem, alles geht ins Netz, auch viele Musik geht ins Netz, YouTube Music macht das vor, also die meisten Klicks auf YouTube sind Musikclips und von dem her ist das eine spannende Sache, wo ich gerne ein bisschen weiterverfolge und anhand von Praxisbeispielen direkt zeige, was sind die Resultate oder was sind die Hürden, die zu nehmen sind. Weil eben Theorie ist eins, man kann viel erzählen, funktioniert es dann an der Front wirklich oder funktioniert es nur in der Fabrik und an der Front nicht. Deshalb gehen wir an die Front, wir machen immer den Hardcore-Test und ja, macht auch mehr Spaß. Also ich habe hier Spaß. Hat schon ein bisschen Mut gebraucht, hier das ganze Setup aufzubauen. Die Leute sind freundlich gestimmt und jetzt mache ich noch ein bisschen Musik und dann muss ich dann weiter. Okay, viel Spaß. Ich mache ein Chill-Out-Set. Das könnt ihr dann auf dem No Name Kanal anschauen, auf dem zweiten Kanal. Und ja, am besten direkt abonnieren. Viel Spaß beim Set und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.